Hallo und ramondische Grüße ans Außenteam. Jetzt mal ein ernst gemeinter Rat. Wenn man, wenn Jungs, ihr wirklich eine Frau, ein Mädel oder einen Partner begrüßen wollt, beeindrucken wollt, mit Blumen vielleicht, dann mit Gänseblümchen. Aha. Gänseblümchen musst du pflücken. Kannst du nicht kaufen. Top-Tipp. Glaube ich. Ich habe es noch nicht probiert. Später liegen sie im Heu und unterhalten sich. Jawohl, er brauche eine Hilfe für den Sommer, das sei schon wahr. Ja, so sagte man mir, stimmt Barbro bei. Er habe auch in diesem Jahr wieder allein mit dem Mähen und Heumachen anfangen müssen. Barbro könne wohl verstehen, wie ratlos er sei. Ja, Barbro verstand alles. Andererseits sei es doch gerade Barbro gewesen, die damals davongelaufen sei und ihn ohne weibliche Hilfe zurückgelassen habe. Ja, das könne er nicht vergessen. Und die Ringe habe sie auch mitgenommen. Und zu aller Schmach sei auch noch ihre Zeitung immer weitergekommen. Diese Bergenschen Zeitung, die er eh gar nicht loswerden konnte. Und er habe sie hinterher noch für ein ganzes Jahr bezahlen müssen. Das war ein schändliches Blatt, sagte Barbro und stellt sich die ganze Zeit auf seine Seite. Aber bei so großer Willfährigkeit konnte auch Axel kein Übermensch sein. Er gab zu, dass Barbro Grund gehabt haben könnte, sich auch über ihn zu ärgern, weil er die Aufsicht über die Telegraphenlinie ihrem Vater weggenommen hatte. Übrigens kann dein Vater den Telegraphen wiederhaben. Ich mache mir nichts daraus. Es ist nur Zeitverlust. Ja, sagte Barbro. Axel überlegte eine Weile und dann fragte er geradezu, ja, wie ist das? Willst du nur den Sommer überbleiben? Ach, das soll so werden, wie du es haben willst, entgegnete Barbro. So, ist das deine aufrichtige Meinung? Ja, genau, was du willst, das will ich auch. Du brauchst nicht mehr an mir zu zweifeln. So, nein? Und ich hab uns auch in der Kirche aufbieten lassen. So. Das war keine schlimme Kunde. Axel blieb ruhig liegen und überlegte. Wenn es diesmal ernst war und nicht wieder ein schändlicher Verrat, so hatte er die eigene Frau im Hause und es war ihm für alle Zeit geholfen. Ich hätte eine Frau von daheim haben können, sagte er. Sie hat geschrieben, sie wolle mich haben, aber ich hätte ihr die Rückreise von Amerika bezahlen müssen. Barbro fragt, so, sie ist in Amerika? Ja, sie ist voriges Jahr hingereist, aber es gefällt ihr nicht dort. »Nein, du musst dich nicht um sie kümmern«, erklärte Barbro. »Was würde sonst aus mir?«, fragt sie und beginnt zu weinen. »Darum habe ich es auch nicht fest an ihr gemacht«, sagte Axel. Nun wollte Barbro aber auch nicht zurückstehen. Sie bekannte, dass sie in Bergen einen Mann hätte haben können. Er sei Bierführer und bei einer gewaltig großen Brauerei und ihm sei sehr viel anvertraut. »Und er grämt sich gewiss noch immer um mich«, sagt Barbro schluchzend. »Aber weißt du, wenn zwei Leute so viel miteinander gehabt haben wie du und ich, Axel, dann kann ich nicht vergessen, wenn du auch längst vergessen hast.« »Wer ich?« erwidert Axel. »Nein, darum brauchst du nicht zu weinen. Ich habe dich niemals vergessen.« »So?« Dieses Zugeständnis ist Barbro eine große Hilfe und sie sagt, »Unsinn, was willst du denn das viele Reisegeld von ganz von Amerika herüber bezahlen?« »Wenn du es doch nicht nötig hast.« Sie rät ihm von der ganzen Sache ab, es würde zu teuer und er sei doch nicht dazu gezwungen. Barbro schien es sich in den Kopf gesetzt zu haben, sein Glück selbst zu begründen. Im Lauf der Nacht werden sie einig. Sie waren einander ja nicht fremd und hatten schon oft alles miteinander besprochen. Auch die notwendige Trauung sollte noch vor dem St. Olafstag und der Heuernte vor sich gehen. Sie hatten nicht nötig, sich zu verstellen, und Barbro drängte jetzt selbst am eifrigsten. Axel stieß sich nicht daran, dass Barbro jetzt so eilig hatte, und es erweckte auch keinen Verdacht in ihm. Im Gegenteil, ihre Eile schmeichelte ihm und feuerte ihn an. Jawohl, er war ein Ödlandbewohner, ein wetterfester Mann, er nahm es nicht so genau, war wahrlich nicht überfallen. Er war zu allerlei genötigt, er sah auf den Nutzen. Dazu kam noch, dass ihm Barbro wieder ganz neu und schön erschien, beinahe reizender als zuvor.
Sie war ein frischer Apfel und er biss hinein. Sie waren ja bereits aufgeboten. Über die Kindsleiche und die Gerichtsverhandlung schwiegen alle beide. Dagegen redeten sie von Oline und wie sie loswerden könnten. Ja, sie musste nun hinaus aus dem Hause, erklärte Barbro. Wir sind keinen Dank schuldig ihr. Sie ist nichts als ein Klatschweib, voller Bosheit, aber es erwies sich als schwierig, Oline loszuwerden. Gleich am ersten Morgen, als Barbro zum Vorschein kam, ahnte Oline ihr Schicksal. Ihr wurde sofort schlimm zumute, aber sie verbarg das und nickte und bot Barbro einen Stuhl an. Es war doch auf Maneland einen Tag nach dem anderen gegangen. Axel hatte Wasser und Brennholz herbeigetragen und ihr die schwersten Arbeiten abgenommen, und den Rest hatte Oline fertiggebracht. Im Laufe der Zeit hatte sie sich entschlossen, bis zum Ende ihres Lebens auf der Ansiedlung zu bleiben, aber da kam diese Barbro und machte diesen Plan zunichte. »Wenn eine Kaffeebohne im Haus wäre, so hätte ich dir einen Kaffee gemacht«, sagte sie zu Barbro. »Willst du noch weiter hinauf in die Berge?« »Nein«, erwiderte Barbro. »So, du willst nicht weiter hinauf?« »Nein.« »Nun, mich geht's ja nicht an, nichts an«, sagt Oline. »Willst du wieder hinunter?« »Nein, auch das nicht. Ich bleib jetzt hier.« »So, du willst wieder hier bleiben?« »Ja, so wird's wohl kommen.« Oline wartet eine Weile. Sie gebraucht ihren alten Kopf, der steckt bereits voller Politik. »Ja«, sagt sie, »dann kann ich hier loskommen. Das freut mich sehr. So ist Axel ein so scharfer Herr gewesen«, sagt Obrine, sagt Barbro im Scherz. »Scharf? Er? Geh doch und treib nicht deinen Spaß mit deiner alten Frau, die nur noch auf die Erlösung wartet. Er, der Axel, ist wie ein Vater und eine höhere Fügung für mich gewesen, jeden Tag und jede Stunde, anders kann ich nicht sagen, aber ich hab nun einmal niemand von den Meinungen hier in der Gegend, ich stehe einsam und verlassen auf anderer Leute Eigentum und habe alle meine Angehörigen auf der anderen Seite des Gebirges.« Aber Oline blieb da. Sie war nicht eher als nach der Trauung wegzuentbehren. Und Oline sträubte sich, sagte aber endlich ja, sie wolle ihnen die Gefälligkeit erweisen und das Haus hüten und für das Vieh sorgen, während sie getraut würden. Das nahm 2 Tage in Anspruch. Aber als die Neuverheirateten heimkamen, ging Oline doch nicht. Sie verschob es immer wieder. Den einen Tag behauptete sie, es sei ihr nicht gut, den anderen sah es aus, als ob es regnen wollte. Sie schmeichelte Barbro, es sei jetzt auf Maneland mit der Kost ganz anders geworden und doch auch Kaffee im Hause. »O, Oline!« Sie scheute vor nichts zurück. Sie fragte Barbro bei Dingen um Rat, die sie selbst viel besser wusste. »Was meinst du, soll ich die Kühe nach der Reihe melken, wie sie im Stall stehen, oder soll ich Bordelin zuerst nehmen?« »Das kannst du halten, wie du willst.« »Ja, ich hab's nichts gesagt«, ruft Oline. »Du bist draußen in der Welt, unter hohen, vornehmen Leuten gewesen und hast alles gelernt. Mir, armen Person, ist's nicht so gut ergangen.« Nein, Oline scheute vor nichts zurück, sondern trieb Politik Tag und Nacht. Erzählte sie nicht Barbro, wie sehr gut Freund sie mit ihrem Vater, mit Brede Olsen, sei. Ho, sie habe manche vergnügte Stunde mit ihm verplaudert. Er sei so ein netter, freundlicher Mann, der Brede. Nie höre man ein unfreundliches Wort aus seinem Munde. Aber es ging doch nicht auf die Dauer. Weder Axel noch Barbro wollten Oline länger im Haus behalten, und Barbro nahm ihre Arbeit aus der Hand. Oline beklagte sich nicht, aber sie sagte mit einem gefährlichen Seitenblick auf die Hausfrau und mit leicht verändertem Ton, »Ja, ihr seid jetzt große Leute«, sagte sie. »Der Axel hat letzten Herbst eine Reise durch die Stadt gemacht. Hast du ihn dort getroffen?« »Ach nein, du bist ja in Bergen gewesen. Er hatte etwas in der Stadt zu besorgen. Er hatte eine Mähmaschine und einen Reolpflug gekauft.« »Was sind die auf Selandra gegen euch? Gar nicht zu vergleichen.« Oline versetzte kleine Nadelstiche. Allein auch das half nichts. Die Herrschaft fürchtete sich nicht vor ihr. Axel sagte ihr eines Tages gerade heraus, dass sie jetzt gehen müsse. »Gehen?«, fragte Oline. »Wie denn? Muss ich kriechen?« Sie weigerte sich zu gehen unter dem Vorwand, dass sie nicht recht gesund sei und die Beine nicht rühren könne. Und so schlimm musste es wirklich gehen, als ihr die Arbeit abgenommen war
und sie kein Feld der Tätigkeit mehr hatte. Da fiel sie zusammen und wurde tatsächlich krank. Sie schleppte sich nur noch eine Woche lang herum. Axel schaute sie wütend an, aber Oline blieb aus lauter Bosheit und bis zuletzt musste sie sich zu Bett legen. Jö.